Entering Research Center. Okidoki. 265, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Tutorial vorbei. So. Die müssen schnell sterben, die Chain Gunner. Frech. Oh, boah. Heieieiei. Ja, ja, ja. Oh, wow, ich wollte sie eigentlich beide erwischen. Frech. Na gut. Okay, da haben wir eine blaue Tür. So, ich werde mich jetzt hier erstmal ein bisschen langsamer fortbewegen, bis ich ein bisschen an HP komme. Sehr schön. Okay, hier haben wir auch eine blaue Tür, das heißt, in den, ich sag mal, blauen Bereich kommen wir. Kommen wir nicht ganz so einfach. Ja, zack. Oh, wow. Ich glaube sogar eine relativ hohe Damage Roll, weil es sah schon danach aus, als hätte es mehr Schaden gemacht als, im Schnitt. Zumindest wurde mein Bildschirm auf einmal sehr rot, der gemeine Zombie. Na, viel Schaden machen wir glücklicherweise nicht. Auch wenn sie mal hochrollen oder so ähnlich. Na gut. Ah, hallo. Nein, passiert nichts. Okay. Das ist ja ein Ding. Dann schauen wir mal hier. Ja, ich sag mal, es sind viele Gegner natürlich auf der Map, aber es ist sehr viel Kleinkram. Das heißt, wir haben hier eigentlich relativ... ja, wir haben es relativ entspannt, sag ich mal. Relativ entspannt. Wir haben halt tatsächlich einfach nur generell ziemlich wenig HP. Ich glaube, gegen euch ist einfach die Doppelläufige die beste Wahl. Es macht auch mehr Spaß. Au. Zack, zack. Okay. Ja, wir haben hier ja eigentlich... Wir haben es relativ einfach, sag ich mal. Wir können hier schön ausnutzen, dass die mich nicht gut treffen werden. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay. Oh, Triple Kill, Kill, Kill. Aber hier brauche ich wieder eine blaue. Dann gehen wir mal hier rein. Viel Chain Gun Muni. Viel Chain Gun Futter. Oh, verdammt. Gemein, ich bin hier hängen geblieben. So. Kriegen auch direkt Nachschub. Ja gut. Ich glaube offensichtlicher kann man dem Spieler nicht vermitteln. Rotz einfach mit einer Chain Gun da durch, bitte. Okay. Gegen euch ist mir dann doch lieber die Doppelläufige zu nutzen. Zack.
Was ist denn das? Das ist ja witzig. So, wir haben die blaue Karte. Wir kommen jetzt in den blauen Bereich. Es ist nur die Frage von wo. Ich würde mal direkt hier... würde das mal direkt hier in Angriff nehmen. Okay. Ja, ja, ja. Hier kommen wir dann auch durch. Hier geht's auch weiter. Hier geht's durch, okay. Ach du Scheiße. Aha. Ach lol. Und hier quasi lol. Das ist tatsächlich cool. Das ist halt echt cool. Einfach so ein Teleporter, um in die verschiedenen Bereiche zu kommen. Oje, oje. Okay. Da ist mir ein bisschen zu viel Kreuzfeuerpotenzial von den Gegnern. Jetzt gucken wir mal, kriegen wir die Karkos hier raus. Ansonsten schieße ich hier einfach rein, das geht auch locker. Ich meine, die Munition haben wir ja mehr als genug hier. Für Chaingun und für Schrotflinten. Dass das alles andere als ein Problem wird. Ja, ja, ja. Keine Sorge, ich habe euch nicht vergessen. Sehr schön. So, und hier sind ja viele Zombie-Gegner, also wird hier weiterhin die Chaingun genutzt. Ist natürlich ein bisschen frech. One more to go. Hier kommen wir nicht an die Muni, aber das passt schon. Na, komm. So, sehr schön. Sequence complete. Oje, oje. Ich traue dem Frieden nicht. Na. Oh lol, hier sogar. Ja gut. Ja gut. Nice. Let's go. Ja. Ja. Hin und wieder geht es einfach auch ums Befriedigen niederer Gelüste. Wie zum Beispiel einfach in eine Masse an Zombies und Dämonen mit dem Rocket Launcher reinzuballern. Es muss hin und wieder wohl einfach auch sein. Ich verstehe es voll und ganz. Ich verstehe es. Ich verstehe es. Das war doch schön. Na gut. Oh, das waren sogar alle Gegner. Wow. Aber gut. Ist eine Z-Doom. What? Es kann theoretisch alles passieren. Wer weiß, wer weiß. Power Terminal 1 activated. Teleporter active. Ja, ja. Gemein. Au! Wie sind die jetzt auf einmal geflogen? Frech. Irgendwie ist es bisher bei dieser Wort irgendwie so ein kleiner Trend, dass ich immer mit echt wenig HP in die nächsten Maps gehe. Aber es, bisher schaffe ich es dann ja doch immer irgendwie ganz gut durch. Aber ja, das war doch wieder sehr witzig, als ich den Monster-Count gesehen habe, dachte ich mir nur so, oh krass, endlich mal, oder ja, endlich mal ist eigentlich auch falsch, aber tatsächlich mal eine etwas längere Map. Ja, cool, jetzt bin ich in 10 Minuten damit fertig, nicht mal. Und einfach nur wegen dieser einen Stelle, aber die war absolut glorious. Also, ich habe jetzt schon das Bedürfnis, die Stelle einfach mal mit Brutal Doom mit dem Blood Amount einfach aufs Maximum und dann einfach zu gucken, wie rot kriege ich denn diesen Gang dort. Naja. Aber gut, würde ich mal sagen, sieht man sich beim nächsten Level wieder. Bis dann, ciao.